Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play They Are Billions. Wir sind noch wunderbar am Weiterklären. Ah, Gold sieht wieder sehr gut aus. Es stapelt sich wieder. Ein Radarturm wollte ich eigentlich bauen, aber ich glaube mittlerweile ist es obsolet geworden. Obsolet, nicht obsolet. Mittlerweile ist es Oblate geworden. Oblate. Warum haben wir kein... Kommt mal rüber. Geht mal daher. Snipers sind weiter in der Massenproduktion, sind sie natürlich nicht. Finde ich sehr gut. Schön, dass wir uns verstehen. Einen Marktplatz wollte ich noch bauen. Da. Das soll eigentlich gut hinpassen, weil wir kriegen ordentlich was an Häusern da rein. Ich mache mal hierher. Da kriegen wir wieder ordentlich was an Nahrung gespart. Das ist gerade notwendig, weil Nahrung ist so... Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Es gibt lustigerweise übrigens einige Leute, die meinen, ich überreagiere, aber... ich habe schon mal erwähnt. They Are Billions ist ein knallhartes Roguelike-Survival-Spiel. Jeder kleinste Fehler könnte bedeuten, dass die letzten 5, 6, 7, 8 Folgen, je nachdem, wie lange es schon geht, einfach... Ja, weg, Fortschritt, bitte nochmal versuchen. Beispielsweise. Oh. Das ist nicht gut. Die Aha, sie können nicht über die Bäume schießen. Oh nein, das könnte eine Kettenreaktion geben. Raus da. Genau sowas. Genau sowas. Ich hab's schon erwähnt, ne? Das darf jetzt nicht wahr sein. Jeden von euch jetzt sicher am Schießen. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir eine Stadt, da könnt ihr euch mal gemeinsam drum kümmern, wenn wir das hier überleben. Ihr kommt mit hoch und ich brauche alles, was schnell ist. Komm, wir haben doch noch... Ach, der eine ist da, die zwei Ranger. Besser als nix, die können wir vielleicht trotzdem helfen. Veteran, sie sollte man nicht unterschätzen. Kite die mal ein bisschen rüber zu dem Geschütz. Warum hat man da noch einen Holzwall aufgebaut? Also wer nicht versteht, wie man bei dem Spiel hibbelig werden kann, das ist dann der Zuschauerperspektive, dem sogenannten tollen Backseat-Gaming geschuldet, weil da kommt es längst nicht so stressig rüber, wie es eigentlich ist. Okay, das haben wir zwar nochmal geklärt, aber dennoch... Super, der Wall wird komplett wehrlos angeknabbert. Der Wall hatte doch gar keine Chance. Soll heißen, wir müssen gucken, dass wir da eine bessere Schusslinie bekommen. Also wirklich Leute, die denken das. Also ich bin tatsächlich einer, grundsätzlich, um mich mal selbst einzuschätzen, das was Leute auch sagen, ich bin eigentlich ein sehr, sehr ruhiger Let's Player. Also selbst bei Spielen, die ein bisschen hektischer sind, wie They Are Billions, klar, hier und da, sag ich mal, heulige Wimmer, was passiert hier gerade? Aber es ist in vielen Sinnen entweder gerade mehr oder minder lustig gemeint, oder es ist tatsächlich gerade totale Arschrisslaune. Und wer tatsächlich denkt, dass ich überreagiere, ich glaube, ist seit, das sind dann wahrscheinlich Leute, die dann auf YouTube nicht so ultra... beziehungsweise so vielleicht ein kleines bisschen Tunnelblick auf YouTube haben, weil es gibt so viele, so derbe viele YouTuber, die schon bei Situationen dieser Art anfangen zu brüllen und wirklich ins Mikro schreien, dass es übersteuert. Oh. Die Musik ist neu. Sie kommen vom Westen. Da bin ich zum Glück gleich in der Nähe. Auf jeden Fall Ende vom Glied. Lied. Ich bin eigentlich sehr harmloser Zeitgenosse. Klar gibt es hier und da wirklich... Aber wirklich, wie ich... An Situationen, wo es tatsächlich gerade wirklich Arschreißerstimmung ist, ist es auch oftmals angebracht. Und an den Situationen, wo nicht, ist es auf irgendeine Weise scherzhaft gemeint. Und die Leute verstehen es einfach nicht. Das kann auch gut sein. Eins sehr früh auf YouTube gelernt habe, schon als ich früher angefangen habe, ist, man kann Sarkasmus gar nicht... Es ist fast unmöglich, Sarkasmus gut genug
erkenntlich zu machen, egal wie sehr man sich anstrengt. Es gibt immer genug, die sie nicht wirklich verstehen. Dementsprechend habe ich davon lange Zeit schon aufgegeben, es übertrieben erkenntlich zu machen. Auch wenn ich doch finde, dass es sehr offensichtlich ist, meiner Meinung nach. Oh, ausgerechnet der einzige Weg, wo noch... Warum müssen hier noch Zombies sein? Macht sie weg. Macht sie weg, macht sie weg. Das wird mir zu knapp. Das wird mir zu knapp. Wenn wir hier sind... Komm, jetzt rennt durch. Oh Mist, da kommen sie schon. Oh nein. Nein, 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 das darf nicht wahr sein. Okay, versucht euch hier zu wehren. Und versucht von der Seite zu unterstützen. Und wenn ihr immer nur ein paar Einzelne herpult, sollte das funktionieren. In der Zwischenzeit schauen wir mal, dass die Front nicht auseinanderbricht, weil wir wissen ja, wie schnell das passieren kann. Okay, ich hoffe, die Sniper können das halten. Ich würde die ungern verlieren. Okay, wir schaffen es gerade tatsächlich durch unseren tiefen Sniper-Trupp hier, die Zombies ein bisschen aufzuhalten, aber oh Gott. Stufenweise zurückziehen. Ja, stufenweise. Ich merke schon, das funktioniert nicht wirklich. Vor allem, wenn sie sich gegenseitig im Weg stehen. Okay. Also, wir haben schon mal dafür gesorgt, dass nichts Neues nachkommt. Och, du liebes Bisschen. Okay. Stück für Stück runterarbeiten. Gibt's noch was in Verwaltung, was wir machen können? Mittlerweile sieht's mit der Nahrung wieder besser aus. Und da können wir wunderbar hergehen. Die Musik ist auch ein bisschen nervenaufreibend. Oder kolonieaufreibend, je nachdem wie man's will. Wenn man realistisch denkt, dann schon auch das, ja? So, Stück für Stück ebben wir jetzt ein bisschen was ab. Ihr könnt mir mal weiter klären. 51 Sniper, das ist schon heftig. Wir holen uns immer so ein paar Häppchen ab. Das ist gut. Wir sollten es niemals übertreiben. Ihr geht mir auch bitte immer aufs höchste Level. Und das war jetzt auch... Das war jetzt... Eine der Entscheidungen. Hätte ich hier jetzt falsch entschieden, wäre das Spiel vorbei. Hätte ich mich hier dazu entschieden, jetzt zwanghaft die Sniper durchquetschen zu wollen in Sicherheit, wären die voll in die Zombies gelaufen und wären komplett alle zerstört worden. Und dann hätten wir das nicht verteidigen können. Obwohl, ich möchte noch nicht einen Tag vorm Abend loben, aber es ist das meiste eigentlich beseitigt. Jeder kleinste Mist kann einem den gesamten Lauf versauen in dem Spiel. Hier oben, wenn wir es nicht rechtzeitig genug bemerkt hätten beispielsweise, das Spiel ist knallhart. Vor allem auf dem schon erhöhten Schwierigkeitsgrad, auf dem wir spielen, sollte ich umso mehr aufpassen. Warum kriege ich zu viele Wellen? Jetzt geht der Schiat schon wieder los. Oder ist es tatsächlich so, dass ich... ich glaube, ich habe sogar noch mehr Welle diesmal. Das soll nicht verkehrt sein. Okay, guckt noch in die eine Richtung, die noch nicht geklärt ist. Hier ist auch nur noch ein bisschen was. Okay. Gut. Durchatmen. Wir sind noch im Spiel. Ich muss jetzt aber tatsächlich weiter expandieren. Ich würde mal sagen, wir holen uns mehr Sniper und wir schicken sie wieder mit da hoch. Da brauchen wir oben nochmal einen guten Expansionstrupp. Nehmen wir mal die Armbrustschützen, die im Streitkolben-Schützen mit. Halt, Kolben, Schütze. Okay, aber was Zombies angeht, sind wir auf einem guten Weg. Aber ach, wir haben nicht mehr so viel Zeit. 25 Tage im Schnitt noch, dann ist Partytime. Der Thanatos, der Thanatos.
Ah, Ölproduktion. Ja, jetzt geht's los. Jetzt sollte ich auch mal schauen, dass ich Öl produziere. Arbeit und Energie. Schön, dass wir beides gleichermaßen nicht haben. Wird wenigstens nichts benachteiligt. Reicht meine Steinproduktion? Na, ich würde hier, glaube ich, eh keinen Query hinbekommen, oder? Zeig mal her. Aber ich glaube, das würde eh nicht klappen. Wenn, dann müsste ich hier oben eins bauen und das wäre auch wieder. So, da hinten gucke ich noch lang. Beziehungsweise die anderen können ja ein bisschen helfen. Ah, wir haben so viele Ressourcen. Gerade ein bisschen zu wenig Nutzen für meinen Geschmack. Gut, solange wir jetzt übertrieben Ressourcen haben und ich gerade nichts anderes bauen kann, verstärke ich mal weiter meine Welle. Auf alle Fälle. Zu viele. Was mit diese Wallregel ist oftmals so. Schellscham. Da kommst du nicht hinterher. Weißt du, warte, ich baue jetzt hier noch ein Ding hin und. Macht es noch viel fetter. Das sind die Stellen, wo es nur den einen Zugang gibt. Also vor allem die Stelle und die Stelle. Die müssen extra fett gesichert werden, ansonsten habe ich Probleme. Schon wieder zu wenig Energie. Das hört irgendwie nicht auf, das Problem. So, exakt so. Weiter raus können wir die Mauer eh nicht bauen. Machen wir Mühlen. Mull, mull. Was dafür brauchen wir wieder Häuser? Hier würde was hinpassen, aber dann kommen die Leute ja nicht mehr lang. Das will ich nicht. So wird's gehen. Wird es auch so gehen? Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Mist. Miast. Tun wir es so. Ist trotzdem, das ist eine anständige Häuserzahl. Wir halten uns bei ca. 1000 plus. So, dann sind wir mal ein braver Alkoholiker und machen weiter dicht. Da kriege ich leider keine Hunterhütte mehr hin, oder? Hunterhütte. Hunterhütte! Ich bin irgendwie einfach schon zu gaga, gerade von den Geschehnissen. Die Hunterhütte, richtig. Genau. Genau die. Natürlich, das ist in Ordnung. Es ist halt, es gibt manchmal Augenblicke, ja gut, es zählt als ein Wall in die Richtung. Es ist die Wallregel, das, da muss man, glaube ich, echt noch ein bisschen drüber. Deswegen ist ja die Wallregel. Bitte? Ich habe nichts verstanden. Zu viele Walls im Area. Alles klar. Aber ich glaube, das sollte reichen. Um gut zu stopfen. So. Moment mal. Ich verwechsel gerade Holz mit Stein. So. So. So
weiter geht's. Gab eine kleine Unterbrechung, die jetzt ein, zwei Stunden gedauert hat. Ich hoffe, ich weiß, wo ich... Oh, beim Safe-Game bin ich stehen geblieben. Wunderbar. Boah, das war jetzt ein paar Sekunden vom Safe-Game. Stell dich mal vor, das Spiel wäre jetzt abgeschmiert in den ein bis zwei Stunden, wo ich weg war. Da hätten wir so 10, 15 Minuten nachspielen können. Beziehungsweise ich. Aber schön. Hier bauen wir gerade unseren Wallabschnitt auf. Da drüben wollen wir auch noch weiter. Das scheint ja ganz okay auszuschauen. Energie holen wir uns auch mal noch. Das ist vom Platz so... Das geht noch. Das... Nee. Versuchen wir es mal. Ich muss gerade jedes Fitzelchen nutzen, was geht. Jetzt habe ich tatsächlich sogar die Platzprobleme, wo ich anfangs gesagt habe, die kommen wohl weniger. Aber wir können ja hierhin weiter expandieren. Stimmt, ich glaube, ich wollte was mit Farben gucken. 30, 48. Nehmen wir mal die 48er. Das ist alles Zeug, was ich brauche. Und nicht nur... Da, jetzt kriege ich hier weniger. Ich verstehe. Aber wir können beispielsweise hier nutzen. 16er Fischerhütte. Wenn ich hier richten würde, würde hier wahrscheinlich... Nee, das ist zu weit weg. Gut, dann machen wir hier eine hin. Und die Jagdhütte hierher. Okay, dann hätten wir schon mal ein bisschen was. Ja, habe ich toll erkannt, ne? Da haben wir ein bisschen was. Wäre ansonsten wohl nicht der Fall gewesen. So, dann hier geht's weiter. Checkt mal das Gebiet ab. Ey, checkt mal die Area ab, ey. Sniper, Sniper, Sniper. Fröhliche Sniper überall. Wollten wir nicht noch die Lucifer bauen? Wollten wir nicht noch unsere Ölplattform bauen? Wollten wir nicht noch Energie haben? Verdammt, wir wollten so viel. Das ist eine... das ist eine eklige Schwachstelle. Machen wir so zu irgendwie. Hi. Seid ihr jetzt echt gekommen wegen dem... Mann. Kommt nie alle her. Ja. Okay. Kurz schauen. Nahrung sieht jetzt wieder okay aus. Nutzen wir weiter Holzhäuser. Die verbrauchen nicht so viel Energie. Da haben wir gerade die größten Probleme mit. So. So. Machen wir so. Okay. Haben den Platz noch genutzt. Genützt. Genutzt, aber genützt hat's nix. Alles klar. Da hätten wir die Worker. Energie ist wieder auf einer wunderbaren Null. Der passt ganz knapp keinen. Was machst du? Achso, du bist auf dem Weg. Okay, bist gerade ausgebildet, frisch. Ja, ich meine. Da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will. Da kriege ich nichts mehr hin. Hier war, glaube ich, auch knapp. Ich brauche jetzt irgendwoher noch den Platz. Ich glaube, wir könnten schon anfangen und hier nutzen. Wollen wir mal nicht so sein, ne? Wollen wir mal nicht so sein. Wir brauchen Energie. Andererseits, wir kriegen jetzt ordentlich Stein und Holz rein. Oh, Frau. Vorsicht. Obacht. Ich liebe Sniper einfach. One-Shot-Kills sind immer klasse. Wie hätten wir es denn gern? Ihr beide passt hier auf. Ihr geht da hoch. Hui. Hui, Leute. Was ist denn das für ein Überraschungskomitee? Das könnte ein bisschen eklig werden. Macht mal weg, bitte. Das ist frisch gebaut. Und down. Haltet sie mal ab. Stimmt, da unten wird mir auch noch weiter. Aber ich würde sagen, bevor wir da unten befestigen weiter, hat erstmal die Expansion hier Vorrang.
Vor allem, dass wir gucken, dass die Energieproduktion stimmt. Die ist gerade mit unserer... Zuerst war es die Nahrung, jetzt ist es die Energieproduktion. Aber Nahrung kriegen wir ja auch noch rein. Das soll nicht das Problem sein. 9. Ich glaube, ich kriege hier eh keine 2 hin. Dann nehme ich lieber den maximalen Output. Das wären hier sogar... nehme ich lieber die 9 und mittelsichere aufgestellt. Ja, jetzt Verteidigung aufstellen, ne? So? Da können wir eigentlich das Tor machen. Mhm. Ja, da, schau her. Machen wir erstmal einen Dreier. Kiche. Ihr zwei passt dort auf. Ihr könnt weitermachen, ich habe euch ja total vergessen. Ah, ein bisschen Holz können wir uns holen. Haben wir sogar Platz für. Und jetzt kommt die Herausforderung. Wie wollen wir hier oben dicht machen? Ich hatte mir schon in den Kopf gesetzt. So rüber und dann... Sollte eigentlich funktionieren können. Notfallshalber mache ich 2 Schichten. Eine hier vorne und eine nochmal hier hinten durch. Aber jetzt ist zwar schwierig mit der Verteidigung, aber halbwegs konzentriert sollte das klappen. Mal so ran. Können wir hier machen und hier machen etwa. So. Hier müssen wir auch weiter besetzen. Spielen wir wieder die Türme in Frankreich, ne? Ist wunderbar. Aber diese zweite Schicht, auch wenn hier frei ist eigentlich, die bringt was. Die Zombies werden trotzdem abgelenkt und abgeleckt. So, hier können wir trotzdem ein bisschen weitermachen. Dann haben wir eigentlich schon mal ein bisschen extra gesichert, aber ich vertraue dem Braten ja nicht. Das ist mir noch zu schwach. Also, jetzt mal abseits von der Verteidigung. Ich meine, ich hätte gerne nochmal eine Verteidigungslinie davor gezogen irgendwie. Mit nochmal extra Türmen und Gatling-Geschützen und allem drum und dran. Alles, was das Herz begehrt. Hier richte ich erstmal einen Turm. Kann man später noch mehr machen, aber erstmal einen. Ballisten können wir später auch machen, aber solange ein, zwei Sniper erstmal derzeit halten können, kommen wir damit noch günstiger hin. Wie du mir, so ich Bier. Bier. So, einer kommt mal rüber. Hier brauchen wir jetzt eigentlich ein bisschen weniger Verteidigung, da wir das jetzt ein bisschen ausgelagert wird. Ein bisschen lasse ich gerne mal... Okay, das klappt aber auch nur, weil... Ich mache trotzdem mal hier die Lücke zu. Wäre noch nur provisorisch. Thanatos. Ölproduktion. Da können wir jetzt endlich mal loslegen. Na also, wo hat man denn Öl? Da hat man Öl. Dankeschön. Dann machen wir mal den einen oder anderen Lucifer, dass wir die auch mal sehen. Wir sollen ja nicht über Mauern schießen können, aber durch Torhäuser. Ich glaube, da habe ich was gehört in der Richtung. Ach ja, hast du. La. Probieren wir es so. Dann müssen wir irgendwie noch diesen Bereich füllen, was irgendwie schwierig ist. Machen wir es so. Und dann haben wir hier nochmal eine Ölquelle. Die hätte ich auch gerne. Wir müssen jetzt hier so richtig übel, eklig verschanzen für die Zombies. Jeden Zentimeter müssen die sich teuer erkaufen, dafür, dass wir so wenig Platz im Prinzip haben. Also, wo will ich hier noch großartig expandieren, ohne dass es riesige Problematiken mit sich bringt? Wir könnten beispielsweise hier expandieren und hier zumachen, hätten aber... Gut, hier hätten wir eine Grünfläche. Aber wie wollen wir hier gescheit zumachen? Das ist... Boah!
Ich komme nicht zu viel Expansion. Ich gehe dann lieber auf Nummer sicher und befestige die Gebiete, die ich jetzt habe, ordentlich. Bevor ich zu viel mache und dann überrannt werde. Ja, nun ist die Frage, wo machen wir dicht? Ich würde ja sagen so, wie ich es mir geplant hatte. Lass mal den Weg gehen. Wir können zwar da vorne leider nicht befestigen. Aber ich meine, was will man davor machen? Also ich mache mir noch ein kleines Goldabbaugebiet hier. Aber das wäre auch nur optional. Und ich merke gerade, durchlaufen wäre auch nicht verkehrt. Ich habe gehört, das möchten manche Leute gerne. Machen wir mal so. Machen wir das Ganze mal so zu. Von und so zu. Nein, da hängt er wieder. Nee. Nicht alles. Das ist so gemein, dass das mit alles, ich meine, es ist auf eine gewisse Art und Weise ist es praktisch, dass mit alles auswählen, also dass mit Doppelklick tatsächlich alles global ausgewählt wird. Aber wisst ihr, wie am Arsch man wäre, vor der letzten Welle oder so, außer jetzt einfach mal alle Welle abzureißen, weil man sich verklickt hat. Oh, das ist so, boah, das wäre einfach nur der Overkill, wäre das. Der Herr Oberkill. Herr Ober... Westen. Sie geben sich vom Besten aus dem Westen. Was spräche? Ja, eine Verteidigung hier würde zu wenig... Wäre zu wenig drin. Im Westen werden sie höchstwahrscheinlich wieder... Ihr beeilt euch jetzt mal und kommt so schnell wie möglich rein. Ihr werdet das verteidigen können. Das wird schon klappen. Es sei denn, sie kommen von woanders, aber dann sind wir hier auch vorbereitet. Gut, könnte besser sein, aber im Notfall kriege ich schnell noch ein paar Ballisten hochgezogen. So ist es nicht. Das sollte funktionieren. Worüber ich mich gerade eher sorgen sollte, ist, dass wir hier die Nahrungsversorgung... Oh, 15... Hier kriegt man nochmal ordentlich was hochgezogen. Die gute alte Zucht. Würden wir hier eigentlich noch halbwegs eine Farm hinbekommen? 24. Eine Jagdhütte mit 8. Mit 9. Oh ja, die könnte man eigentlich noch bauen. Die wäre es wert. Also eine Jagdhütte kostet ja fast nichts. Das ist ein Witz. Kostet nicht mal Arbeit. Oh. So viel zum Thema direkt durchlaufen. Da ist ja doch noch was. Rennt durch. Und wenn euch ein, zwei anknabbern, egal. Okay, die vordersten decken die hinteren. Wir brauchen aber dieses Dalai-Dilemma immer nicht nochmal. Immer nicht nochmal, richtig. Die Map ist eigentlich so gut wie geklärt. Clear hat's gemacht. Krieg mal irgendwo noch ein Türmchen aufgebaut. Na gut, hier. Ich meine ganz ehrlich, wie gesagt, so alles mit Türmen zuzustopfen, die man dann beseitigen, selbst wenn die Wälle fallen, man darf eins nicht vergessen. Das ist heftig, was die Zombies sich dann noch durchknabbern müssen an durch Schützentürme. Bis die mal ansatzweise hier durchkommen. Also das ist ein richtig übles Nest einfach nur, was wir uns da dann zaubern, auf diese Weise. Stopp bitte. Und höchstes Ziel. Ich meine, die Türme mache ich ja nicht nur wegen dem Reichweitenvorteil, sondern auch, weil sie die Zombies... Die halten durchaus was aus, das darf man nicht vergessen. Sie halten was aus und halten die Zombies dann doch ganz gut weg. Gut genug, wie ich finde. Also es ist tatsächlich immer noch... Guter Arschretter, wenn der Wall gebrochen ist. Die hängt dann immer noch ein bisschen an den Türmen dran. Hat's. Sehr schön. Den wir dann auch mitfeuern, sobald hier ist. Pi.
Piu, piu. Muberfuker. Ui, ui, ui. Sinnbar. Bar. Mit B. So, wir wollten uns ja mal den Lucifer angucken. Wir machen noch einen. Also, das ist mir gerade... Keine Wirke. Hossa. Was geht denn hier? Hm, hier soll ich nicht zubauen. Das Thema hat man schon. Ich weiß, es gäbe gerade Spannenderes zu tun. Ja komm, dann upgradet mal die Häuser hier. Können wir tun. Heide! Okay, kommt mal mit dazu. Ich bräuchte ein paar Thanatosse. Thanatussen. Plural, ich habe endlich den Plural rausgefunden. Das sind die Thanatussen. Oh ja, ich bräuchte ein paar Explosionen hier. Ja, weil das... Wenn sie rechtzeitig kommen. Ich glaube, bis die da sind, ist der Krieg schon vorbei. Aber es lichtet sich. Dann müssen wir schon wieder die ganzen Wellen aufbauen, die ganzen Linien aufbauen. Aber machen wir mal hier weiter. Wir dürfen nichts vernachlässigen hier. Hier würde ich tatsächlich dazu machen. Dann hier wird das so eine schöne Engstelle, die entsteht. Wenn die Zombies tatsächlich hier durchkommen wollen. So sollte eigentlich reichen. Bam, bararam, bam, bam. 13. Naja. Nehmen wir. Ja, das geht noch, das geht noch. Wie gesagt, im Notfall können die Türme immer noch standhalten. Und das Schöne an den Türmen ist auch, anders als die Ballisten oder sowas, anderes Zeug, die werden nicht noch zusätzliche Zombies ausspucken, wenn sie infiziert werden. Ich finde tatsächlich, man kann sich unglaublich festzecken dank diesen Türmen in Gebieten. Wer nur genug davon hat, versteht sich. Wer hätte es gedacht, ne? Das war gemein und knapp, vor allem gemein. Aber es hat funktioniert. Ah, fühlst dich jetzt toll, Zombie. So, er kommt nochmal durch. Das ist zwar ziemlich eklig, immer mit diesem einen kleinen Zugangsweg, aber es funktioniert. Man muss die halt durchschälen, die Truppen. Und ich sehe gerade, wir sind ja schon mitten in der Zeit. Wunderbar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.